Fans, na, ist das hier nicht genial? Diese schmucke Schlösschen, könnte eine richtige Prinzessin drin wohnen oder sogar ein Graf. Vielleicht aber auch jemand ganz anderes, zum Beispiel ein richtiges Genie. Moment mal, Relax-Fans, euch kommt das hier irgendwie bekannt vor? Ihr habt das schon mal irgendwo gesehen? Tja, liebe Leute, wer sich wirklich in diesem alten Gemäuer verbirgt, das verrät euch gleich jemand, mit dem ich mich hier verabredet habe. Also, wer könnte das sein? Relax-Fans, darf ich sie euch vorstellen? Die Schlossherren Laura, Jojo und Paul. Allesamt Gymnasiasten und ihr habt es schon bestimmt geahnt, sie sind die neuen Darsteller der Kultserie Schloss Einstein. Tja, gibt sonst noch was zu sagen? Ich bin Laura, bin 13 Jahre alt, spiele Conny und ich bringe die Bienen ins Schloss. Bienen im Schloss. Ich bin der Jojo und spiele in Schuhe. Ich bin sowas wie ein Spaßmacher. Mhm. Ich bin der Paul, spiele den Lukas, bin 14 Jahre alt und habe so ziemliche Probleme mit den Killerbienen von Conny. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Verständnisprobleme. Ihr wohnt jetzt hier in diesem Schloss, ja? Nee, das Schloss ist nur Außenkulisse. Eigentlich drehen wir in den Babelsberger Filmstudios. Aha, und was passiert dann jetzt hier? Naja, heute ist es ein Museum und früher hat es mal einem Kurfürsten gehört. Aha. Wir können dir ja mal unsere richtige Filmkulisse zeigen. Okay, Relax-Fans, machen wir uns also auf den Weg in die Filmstudios nach Babelsberg, dorthin, wo das Innenleben dieses Schlosses aufgezeichnet wird. In der Zwischenzeit habt ihr die einmalige Gelegenheit, unserem Professor Dr. Markovic, dem letzten lebenden Genie und glühenden Verehrer Albert Einsteins, bei einer Videokonferenz über die Schultern zu schauen. Viel Spaß. So, hier auf dem Babelsberger Filmgelände werden neben Schloss Einstein ab und zu auch noch die Filme von ganz großen internationalen Stars gedreht. Kommt mit! Das hier ist die Kulisse für ganz verschiedene Filme. Je nachdem, in welcher Zeit der Film spielt, wird die Häuserfassade immer wieder verändert. Übrigens, da hinten wird GZSZ produziert und wir stehen jetzt hier vor unserem eigenen hübschen Relax-Studio. So, ihr drei, wo wird denn jetzt Schloss Einstein produziert? Na, da, wo unser Logo hängt. Oben sind die Büros und unten sind dann unsere Studios. Ich finde, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf zum Set, aber ihr erfahrt in der Zwischenzeit erst einmal, was denn bei Schloss Einstein aktuell so alles abgeht. Alles ist relativ normal. Jetzt geht's zur Maske. Erst Obergeschoss. Zweimal pro Woche, gleich nach der Schule, finden sich die rund 30 Jungschauspieler der Kultserie in den Filmateliers der Ascania Media ein. Und sie führen die Erfolgsgeschichte des Einstein-Internates bereits in das 7. Jahr. Ein in der Welt einmaliger Dauerbrenner. Nach der Maske kurzer Dialogcheck. Gemeinsam mit Martin, dem Darstellercoach, werden die Texte der aktuellen Produktionsfolge durchgesprochen. Eine Szene übrigens, die erst in den kommenden Wintermonaten auf den Sender gehen wird. Weil sie gelernt haben, schneller zu reagieren. Gut vorbereitet geht es in die Filmateliers, ans Set. Heute wird eine Episode im Klassenraum gedreht. Und man hat das Gefühl, alle Einstein-Gymnasiasten spielen nicht irgendwelche Rollen, sondern sich selbst. Also manchmal ist die Rolle irgendwie ein bisschen zurückziehender als ich. Also ich würde mal mehr machen, aber die Rolle ist ein witziger Typ und ich bin natürlich auch witzig. Klar, Jojo alias Chewie ist Optimist und hat wohl mit jeder Rolle null Problemo. Gilt das auch für Laura? Gemeinsamkeiten, dass wir beide gern unseren Freunden helfen. Und auseinander so, zum Beispiel, dass Conny Vegetarierin ist. Eine bienenzüchtende Vegetarierin, keine Hürde. Auch Paul kann mit seinem zweiten Ich leben. Erstmal ist er natürlich jünger und er ist ziemlich schüchtern, was ich von mir nicht unbedingt denke. Und mit der Bienenphobie und so, das ist, stimmt auf keinen Fall überein, aber das mit dem Modellbau, das haut schon überein. Aber mit 13, 14 verändert man rasend schnell sein Äußeres. Auch Paul. Diese Vorspannbilder verraten es. Unter den kritischen Augen der Filmleute bringen die Einsteiner ihre Rolle professionell auf den Punkt. Trotzdem gleichen die Darstellerkids einem einzigen Sack Flöhe. Doch der Regisseur würde seine Nachwuchsmeme niemals gegen Erwachsene eintauschen. Was sich die Erwachsenen mühsam über den Kopf verarbeiten, kommt bei den Kindern einfach aus dem Bauch heraus und wirkt somit viel natürlicher. Am Set herrscht beste Stimmung. Und die bestimmt auch den hoffnungsvollen Blick der Einsteins auf eine spätere Fortsetzung der Schauspielerkarriere.
Ja, auf jeden Fall will ich weiter schauspielen. Ich glaube, hier kriegt man gute Connections. Vielleicht kann ich ja dann, wenn ich 16 oder älter bin, kann ich dann vielleicht bei GZSZ mitspielen. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie noch eine Serie nach Schloss Einstein zu drehen, aber nicht so als Beruf auszuweiten, sondern irgendwie mit 18 oder sowas aufzuhören. Und GZSZ wäre auf jeden Fall nicht schlecht und... Tja dann, viel Glück. Arbeitet weiter am guten Ruf des Gymnasiums mit dem Namen dieses Genies. Und immer schön relax bleiben! Relax-Fans, wir sind mittlerweile ins Heiligtum vorgedrungen. Hier treffen irgendwann alle Leute von Schloss Einstein mal aufeinander. Wie war das denn jetzt bei euch, als ihr das erste Mal diese Treppe runtergekommen seid? Naja, beim ersten Mal ist man ziemlich nervös, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Das Casting, das ist ja noch nicht so lange her, ne? Wie verlief das überhaupt? Naja, es gab 3 verschiedene Castings mit 500 Bewerbern. Beim ersten Casting hat man sich vorgestellt, wer man ist, wo man auf die Schule geht. Und bei den anderen beiden Castings hat man einen Text zugewiesen gekriegt, den musste man lernen, hat einen Partner gekriegt und musste das dann vor laufender Kamera vortragen. Und danach wurde entschieden, ob man dabei ist oder nicht. Also eine ganze Menge Arbeit. Laura, ist das denn überhaupt Arbeit, Schauspielerei? Oder? Nein, Schauspielerei ist überhaupt keine Arbeit. Das ist eigentlich nur Spaß. Und hier geht's jetzt auch weiter mit Spaß, denn wir schauen uns noch die anderen 10 an. So, Paul, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, hier sind wir jetzt in einem der zahlreichen Einstein-Zimmer gelandet. Hier haben wir zum Beispiel das Bett von Dennis und Sven. Moment mal. Okay, Relax-Fans, die scheinen echt zu sein. Aber wie steht's mit den Wänden? Habe ich mir noch gedacht. Holz, Pappe und Filmscheinwerfer. Halten wir fest, es gehört schon eine Menge Fantasie und einsteinscher Erfindergeist dazu, solch künstliche Welten zu schaffen. Apropos Erfindergeist, die Leute vom Gymnasium in Waren beweisen mit ihren bahnbrechenden Ideen auch Erfindergeist. Relax bleiben! Um kreativ sein zu können, braucht man natürlich eine lockere, relaxte Umgebung, so wie hier. Stimmt's, Laura? Genau, hier in der Schülerbar hängen wir den ganzen Tag ab, spielen Spiele, lesen Zeitungen und gucken manchmal relax. So sollte es sein. Das ist unser Klassenzimmer. Hier haben wir immer ziemlich viel Ärger mit Wölfchen, weil er uns immer sauschwere Aufgaben gibt. Stichwort Aufgabe. Ihr zu Hause bekommt nun auch von uns eine knallharte Aufgabe gestellt. Nur lösbar für echte Relaxer. Ab sofort könnt ihr unter Beweis stellen, dass ihr die wahren Erben Einsteins seid. Klickt auf unsere Homepage, es lohnt sich. Sag mal, habt ihr irgendwelche Eigenschaften, die euch mit Albert Einstein verbinden? Naja, also ich mag die Musik sehr, hab 7 Jahre lang Geige gespielt. Naja, Einstein war ja nicht so spießig, eher ein witziger Typ und ich bin natürlich selbst auch ein Spaßvogel. Und wie ist es bei dir, Laura? Na, auch das Musische, da war ich total gern, singe und tanze. Also, Relax-Fans, die 3 sind hier goldrichtig. Ich danke euch schön für diese Führung und schlage vor, dass wir uns jetzt gemeinsam nochmal vor den Fernseher knallen und schauen, wie es in der Serie Schloss Einstein weitergeht. Und danach, Relax-Fans, nicht vergessen, auf unsere Homepage klicken und mitmachen bei der großen Aktion Einstein Relaxed. Lasst euch was einfallen und vergesst dabei unser Motto nicht. Immer schön relaxed bleiben!